Hallo Community, hier sind wir wieder, der Matthias, Julian, Micha von Trader Online Video. Hallöchen. Ja, vielen Dank für die vielen ausführlichen Kommentare und vielen Likes. Wir haben die Spielemesse Essen gut überstanden, war ein super Event. Und wir haben ein mega cooles Thema, nämlich zum Jahresende gibt es nochmal ein richtiges Highlight. Es gibt die Ankündigung der Ultimate Masters Edition. Ein richtiger Kracher. Und wir reden noch über das Ravnica-Wochenende. Viel Spaß. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Beginnen wollen wir aber natürlich mit dem Gewinnern. Ne? Und zwar die letzten News. Der Gewinner hat seinen Gewinn bereits zugesendet bekommen. Aber wir haben noch den Gewinner des Gilden von Ravnica Planeswalker Deck Duels Nummer 2. Herzlichen Glückwunsch an den Julian. Und wir haben den Gewinner des Planeswalker Duell 3. Und zwar herzlichen Glückwunsch an Momi Poperzikus. Ja, auch zu diesem Video gibt ihr dann Ultimate Guard Sponsored Package dann im Detail, wenn ihr den Kanal abonniert, das Video liked und kommentiert. Und wir füllen die Hipster Bag diesmal mit einer stylischen Archive 400 Plus Box. Da geht also richtig was rein. Supreme Thieves dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und es gibt wie immer ein Nationals Cap mit dazu. Also macht da mit, es lohnt sich. Ja, und dann gehen wir schon mal spontan weiter. Nächster Trader Liga Event steht auch schon langsam vor der Tür. Am 25. November findet der statt mit Standard, Modern und Legacy MKM Trials. Standard, Modern wird wieder Ascension Premium Event sein, das heißt Planeswalker Punkte Multiplikator mal 4. Das heißt, es lohnt sich da richtig mitzumachen. Ja, und dann hüpfen wir mal zu den Kommentaren. Miles Wilkinson fragt, was muss man machen, wenn man in der Verlosung gewinnt? Eigentlich musst du, wir kontaktieren dich dann, so wie es in der Videobeschreibung auch drin steht. Lest euch da mal durch, da gibt es auch viele Infos und Links entsprechend immer unter den Videos. Ne? Und wir geben, so wie jetzt in den News bekannt, und posten das unter das Video und kontaktieren dich nochmal über deinen YouTube-Account. Ne? So sieht das aus. Gut, Momi Poetikus haben wir auch einen Kommentar zu rausgesucht. Er würde gerne mal wissen, woran man festlegt, dass Display XY vom Preis her runtergesetzt wird, beziehungsweise an welchen Faktoren wird das entschieden. Ja, mittlerweile ist es so, dass ja eigentlich im Internetzeitalter der Markt den Preis vorgibt. Wir haben ja zum Beispiel die Bestpreisgarantie, das heißt, da habt ihr ja auch die Möglichkeit entsprechend, dass es nochmal nachgepreist wird. Ansonsten ist es aber wie bei allen weltlichen Gütern Angebot und Nachfrage so gesehen dann da. Ne? Das heißt, wenn es zu viel Produkt auf dem Markt gibt und keiner möchte es haben, dann sinkt in der Regel der Preis, ist das Produkt verknappt und alle wollen es haben, dann steigt in der Regel der Preis. Das sind so Gesetzmäßigkeiten, da muss man sich einfach nachrichten. Kann man nicht selber großartig darauf Einfluss nehmen. Okay, Hans-Günther Labertasche fragt zu den Gilden-Kits, sind bei den Packs Arena-Codes dabei? Ja, wir haben ja ganz kräftig geunboxt und sind leider keine Magic Arena-Codes drin. Genau. Aber trotzdem sind die Gilden-Kits super. Ne? Und da können wir eigentlich auch schon überleiten, was ist die Woche über passiert. Ja, die Gilden-Kits sind erschienen und wir haben uns alle fünf Gilden-Kits mal angeschaut. Sehr cool. Und ja, wir merken auch in den Kommentaren, also die Begeisterung ist super. Alle haben da richtig Bock auf Gilden von Ravnica. Die Gilden-Kits bieten auch so ein schönes Highlight raus, wenn man genau sich die Gilde picken kann, die man mag. Ne? Entsprechend, das Produkt ist limitiert, also so gesehen, wenn ihr auch damit liebäugelt, wartet damit nicht zu lange. Schön ist aber halt auch, es gibt sie in Deutsch. Ne? Das ist natürlich auch ein ganz, ganz starker Kaufaspekt so gesehen. Und da sind ja auch Sticker drin und ein Aufkleber. Und also das ist richtig so coole Gimmicks, um einfach zu sagen, hier für meine Gilde, ne? Voll auf die Fresse. So. Das ist richtig schön. So, ja, jetzt kommen wir aber zum Maximum Topic. Ne? Und zwar, das ist ein richtiger Kracher. Magic feiert ja 25-jähriges Jubiläum. Wir hatten ein tolles Magic-Jahr. Hier sieht man ja auch noch unseren Nationals Caps im Endeffekt, was wir da alles abgefeiert haben. Ja, und wirklich zum Jahresende. Und es ist auch jetzt erst irgendwie am Dienstag über einen Ticker gekommen oder so, haut Magic auf einmal die Information raus. Ja, es kommt noch ein Masters-Set. Und zwar Ultimate Masters. Das besonderste Masters-Set, das es je gab. Es wird auch schon am 17. Dezember veröffentlicht werden. Das heißt, wir sind kurz davor jetzt auch. Und die Information kam jetzt so kurz an die Spieler, in die Welt, an die Großhändler, an die Händler, dass noch gar nicht so viel mehr weiter darüber erzählt wurde. Das heißt, wir wissen,
wohl, ja okay, es wird wieder 254 Karten enthalten. Es wird 54 Booster pro Display enthalten. 24 Booster pro Display, Entschuldigung. 54, es wird wieder eine Vollkarte pro Booster haben, die alle Raritäten haben kann. Also Common Uncommon Rare, Mythic Rare. Neu ist aber, jedes Booster-Display von Ultimate Masters enthält eine besondere Box-Topper-Premium-Karte, in der Packung versiegelt mit erweiterter Illustration. Wir blenden mal den Booster ein, das kann man sich so vorstellen, wenn man ein Display aufmacht, hat man praktisch einen so einen Spezialbooster drin, der nur eine Karte enthält. In diesen Box-Topper-Boostern, da gibt es insgesamt 40 verschiedene Karten, die im Set auch regulär enthalten sind. Die sind jetzt praktisch schon mal veröffentlicht worden und die wollen wir auch gleich als erstes schon mal durchsprechen. Es ist aber auch so als weitere Information schon mal so als Highlight, wurde schon mal gesagt, okay, Ultimate Masters wird auf absehbare Zeit das letzte Masters Set sein. Das ist natürlich ein bisschen schwammig so, was heißt es, aber das ist eine absehbare Zeit, ja, keine Ahnung, ne? Also nächstes Jahr wird es dann wohl keins geben. Es ist limitiert, waren die anderen Sets auch, ne? Aber es wird in keinster Hinsicht irgendwie gesagt, wie limitiert. Interessant ist allerdings, weil wir gehen ja gleich noch auf eine, es sind wirklich absolute brettharte Karten drin, super krass, das stärkste Master Set überhaupt, dass es aber dadurch auch hochpreisiger wird als frühere Master Sets. Nicht nur im Endverkaufspreis, auch für die Händler wird es deutlich teurer werden. Da sehen wir schon mal irgendwie die US-Empfehlung, können wir schon weitergeben. Da wird gesagt, so ein US-Display wird im empfohlener Verkaufspreis soll sein $335. Ein Booster empfohlener Verkaufspreis soll sein $35. Also das ist schon sehr heftig für einen vollen 15 Karten Booster-Pack. Ist natürlich der empfohlene Verkaufspreis, der reale Verkaufspreis hängt ab von der Limitierung. Es gibt gar keine Informationen. Niemand weiß, wie viel wird davon kommen. Also auch wir müssen einfach in den blauen Dunst raus bestellen. So, keine Ahnung. Na, aber dadurch, dass die Karten so super drin sind und man diese Option hat, einfach da nochmal im Display nochmal was Dickeres zu ziehen. Oder nochmal natürlich im Set hat ja jeder Booster eine Vollkarte, da nochmal so ein Brett nochmal irgendwie zu öffnen, weil vielleicht ziehst du noch eine zweite Rare oder ziehst eine zweite Mythic oder so. Das ist schon mega, mega krass. Also sowas mit so einem Power-Level hat Magic noch nie rausgebracht. Magic kommuniziert aber auch selber, ja, das Set ist halt nicht was für jeden, ist halt speziell, ne? So nach dem Motto. Also kann man halt gucken, ob man das mitnimmt oder nicht, so nach dem Motto. Ist halt einfach so, zum 25. Jubiläum soll das praktisch das Jahresendhighlight sein, das absolute Top-of-the-Top Limited-Produkt, so gesehen, zum Ende raus. Ne? Und genug gelabert, jetzt wollen wir uns doch mal angucken, oder? Und mal sagen, welche Karten sind denn da wirklich drin? Weil das, also man, das liest man so weg, dann ist es so, meine Güte. Also ich kenne die ja alle noch aus früheren Sets und du teilweise, für dich sind noch mehrere Sachen neu im Endeffekt, dieser Standardspieler. Ne? Fangen wir mal an. Wir haben zum Beispiel, wir haben die Eldrazis wieder mit dabei. Ne? Und dann sehen wir hier zum Beispiel Emrakul's Aeon Thorn. Ne? Das ist einfach so eine mega krasse Karte. Und da sieht man auch hier in dem Box-Topper-Booster so gesehen, da ist er dann als über den Rand gemalt Karte nochmal drin. Und wenn man den ja dann ziehen würde in dem Booster, dann ist er einfach noch so dermaßen seltener als die reguläre Booster-Variante, die ja auch schon selten ist. Ne? Also es wird einfach dann so, die machen so Super-Raritäten drin wieder rein. Ja. Ja, so. Und was kann er denn? Ja, ist für 15 Mana ist er 15-15. Er kann nicht gecountert werden. Und when you cast a spell, take an extra turn after this one. Du kriegst nochmal einen extra Zug. Dann hat er Flying, Protection from Colored Spells und Annihilator 6. Annihilator 6 heißt, also er hat Schutz vor farbigen Sprüchen. Ja. Und Annihilator 6 ist, wenn er als Angreifer deklariert wird, macht er direkt mal 6 Permanents weg. Der vernichtet 6 Permanents. So, das können Länder sein, das können Kreaturen sein, ganz egal. Der ist einfach so der Vernichter. Wenn er in den Friedhof von irgendwo gelegt wird, dann kann sein Besitzer ihn wieder in seine Bibliothek reinwischen. Ja, die sind das. Und vor allem, das ist auch eine Karte, die kommt ja aus Rise of Eldrazi, ne? Also Aufstieg der Eldrazi, die ist auch richtig teuer. Mhm. Ja? Und die ist, zack, ist also teure Karte 1. So, Khan Liberated, wieder teuerste Karte aus New Phyrexia, so gesehen. Dann da auch auf modernen Turnierkarte, 7 farblose Mana, legendärer Planeswalker Khan. 6 Loyalitätspunkte für +4, Target Player exiles a card from their hand. Für -3 Exile Target Permanent, nimmt uns einfach eine Bedrohung weg, können wir direkt machen. Ne? Und für -14 Restart the Game, Leaving it in Exile on Non-Aura Permanent Card Deck, Reserve is Khan Liberated, then put those cards on the battlefield under your control. Okay, sehr speziell.
aber entsprechend auch einfach vom Geldwert her eine sehr, sehr, sehr teure Karte. Mhm. Gut, geht's weiter mit den Eldrazis. Kozilek, Butcher of Truth, ne? Für 10 farblose Mana, ein 12-12er Eldrazi, der sagt, wenn du diesen Spruch sprichst, ziehst du 4 Karten. Er hat Annihilator 4, da steht's auch, whenever this creature attacks, defending player sacrifices 4 permanents. Okay, du bestimmst nicht, er muss dann selber wählen und opfern. Ne? Dadurch ist es auch nicht gezielt, ne? Also es zielt nicht auf das Permanent. Ja. Wenn Kozilek, Butcher of Truth is put into the graveyard for anybody, its owner shuffles their graveyard into their library. Dann kommt also der ganze Friedhof wieder in den Spiel rein. Aber noch einen dicken, und zwar Ulamog, the Infinite Gyre. 11 farblose Mana, 10 Zehner. When you cast a spell, destroy target permanent. Er selber ist also, ne, macht ein Ziel permanent kaputt, bleibende Karte. Er selber ist unzerstörbar, hat Annihilator 4, haben wir gerade erklärt. Und auch da, wenn er in den Friedhof gepackt wird, kann sein Beherrscher den Friedhof wieder in die Bibliothek reinmischen. Mhm. So, aber es hört mit den Highlights jetzt gar nicht auf. Super tolle Karte. Das ist so mega, krass. Ne? Allein, dass die auch alle in einer Edition drin sind. Ne? Also sind ja auch die Highlights aus den vorigen Master-Sets sind da alle drin. Snapcaster Mage. So, Counter Wizard. Ne? Für ein blaues, ein farbloses Mana, ein 2-1 Kreatur Flash. Also kannst du praktisch rein als Spontanzauber ins Spiel reinflashen. Wenn Snapcaster Mage enters the battlefield, target instant or sorcery card in your graveyard gains Flashback until end of turn. The Flashback cost is equal to its Mana cost. So, dann können wir also praktisch Sprüche, die im Friedhof sind, einfach nochmal reinsprengen. Ja. Temporal Manipulation ist eine Portalkarte, die auch super teuer ist, weil einfach Portal auch sehr selten ist. Sagt für 5 Mana Sorcery, take an extra turn after this one. Ne? Einfach ein schöner Timebox für 5 Mana, ist ja mittlerweile auch bezahlbar. Ja. Ne? Bitterblossom, so auch sehr schöne Karte. Hier sind wir gerade bei Schwarz. Ein schwarzes, ein farbloses Mana, ein Fairy Enchantment als Tribe und sagt, at beginning of your upkeep, you lose one life and create one 1/1 Black Fairy Rogue Creature Token with Flying. Ne? Der macht uns also entsprechend eine fliegende Tokenmaschinerie. Man muss gucken, die Karten sind da ja wieder in den Formaten legal, wo die ursprüngliche Karte herkommt. Also sprich, da haben wir jetzt nicht nur Modern-Karten, gerade war es ja Modern legal. Der Monitutor ist eine richtig coole Art auch. Ne? Ist eine Karte, die ist dann praktisch nur Legacy legal oder Vintage legal sogar, glaube ich, irgendwie nur. Also, aber auch einfach so ein sammlerisches Highlight. Ne? Sagt halt einfach für 2 Mana. Search your library for a card, put that card into your hand, shuffle your library, fertig. Also hol dir einfach die Karte, die du willst, auf deine Hand und gut ist. Mhm. Ne? Auch schöne, ganz neue Artworks. Das ist jetzt hier Gerudes Vengeance, kam aus Betrayers von Kamigawa, hat es mittlerweile auch ins Turnierleben reingeschafft. So, also das sind alles Karten, die auch wirklich teuer sind. So, wo ich so denke, okay, wenn das Produkt so limitiert ist, und du ziehst eine vermeintlich schlechtere Karte, so gesehen, ne, irgendwie, dann solltest du eigentlich durch die Limitierung immer noch so praktisch den Booster-Kaufpreis relativ raus haben. Ich weiß nicht, sie haben jetzt ja schon 40 Karten veröffentlicht. Ich habe auf meinem Zettelchen stehen, ein Master-Set, Masters 25 hatte 53 Rare-Karten und 15 Mythics, also 68 Karten total. 40 Karten sind jetzt schon bekannt von, wenn wir mal sagen, wenn es wieder 68 Rares oder Mythics insgesamt werden oder so. Mal gucken, was da noch kommt, aber der Level ist halt wirklich gut. Okay, Geruhes Vengeance, ein schwarzes, ein farbloses Mana, Instant-Spruch Arcan, return target legendary creature card from your graveyard to the battlefield, that creature gains hate, exile it at the beginning of the next step. Also aus dem Friedhof, zack, wieder rein, ne? Und splice to Arcane, dann kannst du es entsprechend da koppeln. Ja, die Liliana. Ja, das ist richtig drin, heftig. Ne? Also teuerste Variante von Liliana mit dem Snapcaster Mage und dem Khan entsprechend und den Eldrazis in einem Set so drin. Wenn du die so als Ich wünsche mir ein Display von dir zu Weihnachten, kann man schon mal so klar machen. Ne? Nein. Ja, okay, nochmal ganz kurz so für 2 Schwarze, ein farbloses Mana. Kommst du mit 3 Loyalitätsmarken rein, 4+1 muss jeder Spieler eine Karte abwerfen. Für -2 opfert ein Zielspieler eine Kreatur und für -6 separate all permanent target player controls into 2 piles, also alle permanent, die der einen Zielspieler kontrolliert, in 2 Stapel aufteilen. That player sacrifices all permanents in the pile of their choice. Also der Gegner kann sich dann einen Pile auswählen und muss den opfern. Ja, krass. So, Mikeos the Unhallowed, ne? Das ist dann wieder auch eine coole Karte, aber die ist dann wieder verhältnismäßig etwas schwächer. Obwohl sie auch richtig cool ist. Für 3 schwarze, 3 farblose Mana, Legendary Creature, ein Zombie-Cleric, Stärke 5, Widerstandskraft 5, Intimidate. Was ist Intimidate? Das ist Einschüchtern, ne? Einschüchtern, ja. Kann nur von schwarzen Artefakten geblockt werden, ne? Genau. Ja, genau. Whenever a human deals damage to you, destroy it.
Also es ist halt so gegen Menschen und andere Nicht-Human-Kreaturen, die du kontrollierst, bekommen +1/+1 und haben Undying. Whenever a creature with Undying dies, it has no +1/+1 counter and returns on the battlefield. Also dann kommen die also immer nochmal wieder, praktisch mit einem +1/+1 counter. Ja. Und deine, durch die Fähigkeit sind sie ja schon mal eins stärker, das heißt... Ja. Okay, dann haben wir Reanimate, auch eine sehr schöne Karte, die ist dann wieder zum Beispiel nur Legacy legal, cooles neues Artwork, ja, sagt für ein schwarzes Mana, put a target creature card from a graveyard onto the battlefield under your control, you lose life equal to its converted Mana cost. Aber da konnte man richtig Schweinereien mitmachen, du kannst halt für dich Kreaturen schnell in den Friedhof bringen, direkt mit Reanimate rausholen, zack, reinlegen. Ja, klar. Krass. Ja, und bist dann einfach schnell. Tarsigurzi Golden Fang. Eine relativ neuere Karte, 5 farblose, ein schwarzes Mana, Human Shaman, legendär, Stärke, 4 Widerstandskraft, 5 mit Delve. Each creature card you exile from your graveyard while casting the spell. Es gibt hier ein farbloses Mana, man kann also entsprechend Karten aus dem Friedhof entfernen und machen günstiger. Und für Hybrid und 2, put the top 2 cards of your library into your graveyard, then return a non-land card of an opponent's choice from your graveyard to your hand. Ne? Ist eine Karte, die hat auch inzwischen schon gefunden, gehört jetzt hier zu den günstigeren Karten, genau wie der Balefire Dragon. Ne? Für 2 rote, 5 farblose, 6/6 Drache. When Balefire Dragon deals combat damage to a player, it deals that much damage to each creature that player controls. Also auf jede, immer wenn er auf die Spielerkasche macht, haut er den gleichen Schaden auch auf jede Kreatur, die der Spieler kontrolliert. Ist richtig krass, ist aber in dem Setup tatsächlich eine schwächere Karte, weil der nicht so mega overpowered ist wie die anderen, obwohl er richtig cool ist. Ja. Ne? Through the Breach. Wieder eine Turnierkarte fürs Modern-Format, ein rotes, 4 farblose, Instant Arcane. You may put a creature card from your hand onto the battlefield. That creature gains haste, sacrifice that creature at the beginning of the next untap step. So, also sprich, einfach die Karte außer Hand aufs Spielfeld legen, kann direkt angreifen, danach muss es so opfern. Ja? Ja. So, jetzt wieder eine günstige Karte, die Eternal Witness, mit einem schönen neuen Artwork entsprechend dann da. Aber da sehen wir auch, ne, ist als Boxtopper ist sie so gesehen dann Rare oder Mythic-Status, obwohl sie im normalen Set eine Uncommon-Karte ist. Ne? Also die ist dann auch wieder mit dabei und ja, ist entsprechend auch wieder ein Tutor für uns. 2 grüne, ein farbloses Mana, eine 2/1-Kreatur und eine Human-Schamane. Wenn sie ins Spiel kommt, können wir eine Zielkarte aus unserem Friedhof auf unsere Hand nehmen. Die hat sich also auch bewährt. Wieder eine teure Turnierkarte, Life from the Loam, ist zwar schon irgendwie 2-3 Mal reprinted worden, auch im Master Set, glaube ich, irgendwie oder irgendwo war sie wieder drin. Trotzdem geht der Preis nicht runter. Also die hält sich wirklich sehr, sehr stabil, die Karte. Also wieder eine wertige Karte, die sagt, für ein grünes und farbloses Mana, eine Sorcery, return up to 3 target land cards from your graveyard to your hand. Mit der Dredge-Fähigkeit. If you would draw a card, instead you may put exactly 3 cards from the top of your library into your graveyard. If you do, return this card from your graveyard to your hand, otherwise draw a card. Turnierkarte. Kann ich hier, ich selber spiele sie nicht. So, ja, Nobelhierarch, auch wieder eine der Top-Karten. Auch sehr, sehr schön, wenn du da jetzt siehst, wie die Karte über den Rand halt geht, dass die einfach da nochmal so extended ist, ne? Ja, auch eine sehr wertstabile Karte, die die ganze Zeit immer auch einen Wertzuwachs hat. Über die Zeit für ein grünes 0/1-Kreatur. Exalted, sehr schöne Karte. Also immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, alleine angreift, bekommt die Kreatur +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Mhm. Ja, und ihn kannst du halt trotzdem die Fähigkeit, der gibt die ja praktisch anderen, kannst du halt tappen für grünes, weißes oder blaues Mana. Ja, und das ist auch wieder eine Karte, der wurde schon einmal nachgedruckt im Master Set und der Preis geht nicht runter. Also geht die ganze Zeit so nach und nach hoch. Ne? Also man weiß ja nie, was man sich damit macht, aber die haben da so viele gute Karten reingehauen. Hier, Tarmogoyf darf auch nicht fehlen. Ja, klar. Sehr interessantes Artwork. Ja, der ist mittlerweile ein bisschen am Wert abgesunken, weil der Kreaturen-Power-Level so hoch geht, so nach dem Motto. Da hat der Tarmogoyf ein bisschen drunter gelitten, aber trotzdem natürlich super, dass er wieder in so einem Set drin ist, denn den freut sich trotzdem jeder, wer ihn hat. Ne? Sagt für ein grünes, farbloses Mana, ein Logoyf mit Sternchen und 1 und Sternchen. Tarmogoyf's Power is equal to the number of card types among cards in all graveyards and its toughness is equal to that number +1. Also alle Kartentypen, also sprich Kreatur, Artefakt, Verzauberung, Spontanzauber, Hexerei. Ne? Ja. Okay, Vengevine. Ne? Ja, es sind ja praktisch nur Turnierkarten, die jetzt kommen. Ne? Wieder hier 2 grüne, 2 farblose, ein Elemental mit 4/3, Haste, also kann direkt angreifen. Whenever you cast a spell, if it's the second creature spell you cast this turn, you may return Vengevine from your graveyard to the battlefield.
Ja, ja. Alle gut. Also es ist wirklich so ein Weihnachtsset, das ist praktisch wirklich nochmal, also die Ultimate Edition, ne? Da dürfen sie auch nicht Schlappen reinhauen. Get Optik, auch teuer geworden über die Zeit. Kam aus Ravnica, glaube ich, damals. Ein weißes, ein grünes, Legendary Creature, ein Kitkin Advisor, Stärke 2 Widerstandskraft 2, sagt Non-Creature Spell, with Converted Mana, kostet 4 oder weniger, can't be cast. Also mehr als 4 Mana könntest du nicht mehr sprechen. Mhm. Also der Gegner entsprechend auch nicht und du auch nicht. Größer. Ja, mit größer, genau. Ja. Und Non-Creature Spell, with X in their Mana, kostet can't be cast. Also X Spells als Nicht-Kreatursprüche macht er dann auch zu. Ja. Ne? Ja, klar. So. Jetzt kommt eine Karte, die ist sehr speziell, kommt aus einem Conspiracy-Set, ist da aber auch richtig bis über die 50 Euro rausgeschossen oder so da, jetzt im Reprint, mal gucken, wie sie sich dann preislich halten wird. Leovold, Emissary of Trest, schwarz-grün-blau, ein Elf-Advisor, Stärke 3, Widerstandskraft 3, also für 3 Mana, okay, sind natürlich sehr Mana-speziell, aber, ne, okay. Each opponent can't draw more than one card each turn, also jeder Gegner darf nicht mehr als eine Karte pro Runde ziehen. Mhm. Whenever you or a permanent you control becomes the target of a spell or an ability in the Opponent Controls, you may draw a card. Das macht ihn ja sehr gut. Also sobald irgendwie eine bleibende Karte, die du kontrollierst, vom Spruch oder einer Fähigkeit eines Gegners, darfst du eine Karte ziehen. Ja, krass. Ne? Sehr speziell von den Manas her, aber cool. Ne? Ja, ja, sehr cool. Ne? Lord of Extinction, das ist wieder so ein Kinderbrett. Das ist einfach eine richtig dicke Kreatur. Ein grünes, ein schwarzes, 3 farbloses Mana. Sternchen, Sternchen. Lord of Extinction, Power and Toughness are equal to the number of cards in all graveyards. Das ist natürlich eine Karte, die will man im Multiplayer haben. Das ist heftig, die ist richtig hart. Ja, der ist auch, weil der auch so alt ist, ist der auch richtig teuer geworden über die Zeit, weil der einfach stark ist. Ne? Ja. Und wenn da nichts Vergleichbares kommt, aber es geht dann in einer Reihe so weiter hier. Malstrom. Impuls. Ein grünes, ein schwarzes, ein farbloses Sorcery, Destroy, Target, Non-Land, Permanent and all other Permanents with same name as that Permanent. Also zerstöre eine Nicht-Land bleibende Karte und alle bleibenden Karten mit dem gleichen Namen. Für 3 Mana kann man schon mal machen. Torgenvernichter. Ja, zum Beispiel. Ja. Stimmt. Sigarda, auch wieder dabei. Für 2 weiße, ein grünes, 2 farblose. Ein Engel, Stärke 5, Widerstandskraft 5. Flying Hexproof. Hexproof heißt Fluchsicherheit. Fluchsicherheit heißt, ich darf ihn verzaubern und meine Gegner nicht. Genau. Ja, ja. Okay. Ne? Spells and abilities your opponents can't cause you to sacrifice permanents. Also Sprüche und Fähigkeiten, meine Gegner kontrollieren, können mich nicht mehr zwingen, bleibende Karten zu opfern. Ja, Fulminator Mage, auch Turnierkarte, aber es geht ja in einer Rutsche so weiter, ne? Hybrid praktisch rot-schwarz und ein farbloses Mana, das heißt, du könntest mit rotem oder schwarzem bezahlen. Mhm. Ein elementischer Mana, Stärke 2, Widerstandskraft 2, man kann ihn opfern und zerstört ein Nicht-Basisland. Und wir haben ja viele böse Nicht-Basisländer. Ja. Ne? Jetzt wieder eine Ankam-Karte, also wo wir sehen, okay, Kitchen Finks ist auch wieder mit dabei, so als Boxtopper auch, klar, aber entsprechend hier für 2 Hybride und ein farbloses Mana. Wenn Kitchen Finks enters the Battlefield, bekommen wir 2 Lebenspunkte, selber Stärke 3, Widerstandskraft 2, ist das stabil ist und sie hat Persist. Das heißt, wenn diese Kreatur stirbt, if it had no -1/-1 counters in it, return it on the Battlefield under its owner's control, bis zu -1/-1 counters. Das heißt, sie kommen auch nochmal wieder und wären dann nur 2-1. Ne? Aber ja, das bringt aber nochmal die 2 Leben. Natürlich, das bringt entsprechend Leben mit und nervt halt auch um, ne? Weil du musst es wieder doppelt irgendwie machen, um es wegzubekommen. Engineered Explosives, da haben wir ein sehr schönes Artefakt, auch teuer geworden, für X Mana mit der Sunburst-Fähigkeit. This enters the battlefield with a charge counter net for each color of mana spent to cast it. Also da müssen wir, ne, entsprechend irgendwie, so viel Counter kommt drauf, welche Farbe die Mana wir bezahlen. Und für 2 Mana und Opfern zerstören wir each non-land permanent with converted mana cost equal to the number of charge counters und engineered explosives. Da kann man also so ein bisschen steuern, wenn man mehrfach dieses Mana spielt. Ja. Oder wir wollen es einfach für 1 zünden, für 2 zünden oder irgendwas oder so. Ja. Zack, weg. Ne? So, jetzt wieder auch eine Karte, die ist ganz alt. Mana Vault war irgendwie zuletzt in der, glaube ich, 5. Edition drin oder so. Ne? Revised 4. 5. Dann war der Sack zu. Hat er damals auch schnell gemacht, einfach nur. Ist jetzt Legacy noch, glaube ich, noch legal, ansonsten vielleicht auch nur Vintage. Ja, und sagt, für 1 Mana ne, können wir ihn praktisch tappen und bekommen 3 farblose Mana. Hat aber einen Drawback, denn er enttappt nicht während unserer Enttappphase und zu Beginn unserer Versorgungsphase müssen wir 4 Mana bezahlen. Wenn wir das machen, dann können wir ihn enttappen. Also wir müssen dann 1 Mana mehr nachher bezahlen, als wir gemacht haben. Ja, und zu Beginn unserer Ziehphase, wenn der Mana Vault getappt ist, dann würde er 1 Schadenspunkt auf uns machen. Aber er macht uns einfach schnell. Ne? Denn wir zahlen 1 Mana, können ihn tappen für 3. Super. Das ist krass, ne? Ja. Und du legst dann ja irgendwelche Bedrohungen. Ne? Also insofern ist das eine sehr gute Karte mit einem coolen neuen Artwork auch. Das ist ja praktisch ein neues Artwork auch. Das gab es ja so vorher. Sieht aber cool aus.
Platinum Imperium. 8 farblose Mana, ein Golem mit Stärke 8 Widerstand gebracht. Your life total can't change. Deine Lebenspunkte können sich nicht mehr verändern. Ja, gut. Ne? Ja. Und nochmal die Ancient Tomb, wieder eine alte Ankam-Karte, kommt jetzt als Rare-Karte zurück, aber auch da Turnierkarte, genau wie bei der Reanimate-Karte aus Tempest damals, sagt als Land tappen und du bekommst 2 farblose Mana. Ancient Tomb macht dir 2 Schadenspunkte, aber es gibt dir halt auch einfach für tappen 2 farblose Mana. Es gibt dir einfach wieder diesen Geschwindigkeitsvorteil, ne? Und Magic wird ja immer schneller. Ne? Cavern of Souls. Auch super krass. Ja. Ne, war im Master Set auch irgendwo drin. Also kriegt aber, hält sich aber auch sehr, sehr wertstabil. Ja. Weil das jetzt wieder auf die Tribes entsprechend geht, also auf die Stämme. Wenn Cavern of Souls enters the battlefield, choose a creature type. Also du kannst halt irgendwie Elfen oder Goblins oder sonst was wählen. Ne? Und du kannst tappen für ein farbloses Mana oder du tappst es für ein Mana der Farbe deiner Wahl. Das kannst du aber nur auf den Kreaturenspruch machen, der von diesem ausgewählten Tribe ist. Also, ne? Aber wichtig ist, der Spruch kann nicht mehr gecountert werden. Ja, das ist krass. Sehr, 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 sehr stark. Das ist super Land. Das ist richtig gut, ja. Ja. Celestial Colonnade. Land kommt getappt ins Spiel, gibt für Tappen ein weißes oder blaues Mana und für Pumper für 3 farblose weiß und blau. Bis zum Ende des Zuges, ja okay, alles klar, wird es ein 4-4 fliegender weiß-blaues Elemente mit Flugfähigkeit und tappt nicht beim Angriff. Ne? Und Wasser am Kampf. Ja, genau. Genau, also können wir da praktisch das Land wird selber zu einer 4-4 bedrohen. Creeping Tarpit. Er kommt auch getappt, gibt uns dann schwarzes oder blaues Mana. Mhm. Und für blau-schwarz-farblos wird das eine 3-2 schwarz-blau-Elemental-Kreatur bis zum Ende des Zuges, die nicht geblockt werden kann in dieser Runde. Das ist trotzdem noch ein Land. Okay, nicht schlecht. Ja, Dark Depths, auch das finde ich auch richtig cool. Also auch wieder sehr, sehr schön. Das ist auch neue Artworks da. Das ist also für Sammler, das ist ein totales Highlight. Ne? Ja, okay, gut. Ne? Das ist, die kamen aus Cold Snap, kam die damals. Also sind auch, geht einfach durch auch viele alte Serien nochmal wieder durch. Mhm. Ne? Und dadurch, dass das Bild auch wieder neu ist, spricht es vielleicht auch wieder Sammler an, die Karte schon haben oder so. Es hat ja auch diesen Legendary-Rahmen jetzt und so. Ne? Ja, kommt ins Spiel mit 10 Ice-Countern. Und für 3 Mana können wir einen Ice-Counter runternehmen. Und wenn Dark Depths keine Ice-Counter mehr drauf hat, dann muss man uns opfern. Wenn man das macht, dann kriegt man einen Marit Large-Token. Der ist dann bestimmt als Token auch im Set mit drin. Und das ist dann ein 2020 schwarzer Avatar-Token mit Flugfähigkeit und Unzerstörbarkeit. Oh, das ist richtig hart. Es gibt eine Kombo-Karte, der Vampire Hedgemage. Das ist so eine 2-3-Mana-Vampir. Der nimmt alle Tokens von dem Permanent runter. Und das ist dann so die Kombo-Karte dazu. Und dann, ne? Dann sagst du, ja. Ne? Ja, dann. Ja, dann aber heute, komm, das können wir immer in aller Ruhe weitergehen. Ja, Caracas, ne, so war auch teuerste Rare irgendwie auch aus einem Master Set irgendwie mit auf jeden Fall. Eternal Masters war es, glaube ich. Also ist jetzt auch wieder hier mit dabei. Land kam ursprünglich aus Legends, gibt uns ein weißes Mana und sagt: Return Target Legendary Creature to its Owner's Hand. Also da können wir entweder Kreaturen von uns selber irgendwie retten, wenn der Gegner sie kaputt machen will, sage ich: Nein, ich nehme es wahrscheinlich auf die Hand. Oder wir können dem Gegner seine Legenden auch auf die Hand zurückschicken. Ne? Mhm. Sehr schön. Lava Claw Reaches, wieder jetzt für Schwarz-Rot, kommt geklappt ins Spiel und wir können es aufpumpen und sagen dann bis zum Ende der Runde, Lava Claw Reaches wird ein 2-2 schwarze und rote Elemental Creature mit X-Mana Pumper, this Creature gets plus X plus 0 wenn der Turn, also und ist noch ein Land, also da können wir das dann nochmal richtig vorne aufbrezeln, damit es dann angreift. Ja. Oder einfach stark blockt. Raging Ravine ist da auch getappt ins Spiel, also haben wir praktisch alle klassischen Farbkombinationen, die Freundfarben haben wir dann entsprechend alle 5 abgedeckt. Für ein rotes, ein grünes Mana fürs Tappen bekommen wir. Oder für rot-grün 2 farblose wird es bis zum Ende des Zuges eine 3-3 rot-grün Elemental-Kreatur mit der Fähigkeit, immer wenn diese Kreatur angreift, legen +1/+1 Counter drauf, ist immer noch ein Land. Und der, auch wenn es nachher wieder zum Land wird, bleibt der Token, bleibt der Counter ja drauf liegen, der wird ja nicht entfernt. Also wird auch die dann nach und nach stärker. So, grün-weiß fehlt noch. Stirring Wildwood. Kommt auch getappt ins Spiel, gibt es weißes, grünes Mana. Und hier für 3 Mana bis zum Ende des Zuges wird das eine 3-4 weiße Elementarkreatur mit Reach, also kann Flieger blocken. Und es ist immer noch ein Land. So, letztes Land. Und dann sind wir mit den 40 Karten auch durch. Ja, Urborg, Tomb of Yagmoth. Ne, legendäres Land sagt, jedes Land ist ein Sumpf. In Zusatz zu seinen anderen Landtypen. So, das hilft dir in speziellen Decks entsprechend. Ja. Ne, und
Hat also, cooles Artwork. Ja, so, ja. Also, war jetzt irgendwas Schlechtes dabei? Nö. Nee, generell Schlechtes auf jeden Fall nicht. Nee. Also, ich bin wirklich nochmal gespannt. Also, das war ja die absolute Bombe, die hier so reinkam. So, Leute, es kommt Ultimate Masters. Also, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Also, es ist ein absolutes Brett. Natürlich ist es ein bisschen schade, dass wir aktuell noch nichts zu den Preisen sagen können. Also, auch da, weil es ja jetzt ja schon bald auch erscheint, was haben wir gesagt, am 17.12., also kurz vor Weihnachten, kommt es dann raus. Ja, aber auch bei Trader wird es kurz vorher, sobald einfach die Informationen da vorliegen, wird es natürlich auch einen kurzfristigen Vorverkauf dazu geben. Also bleibt entspannt, wir werden über Facebook darüber informieren. Ne? Bleibt uns hier treu beim YouTube-Kanal, dann kriegt ihr auch die weiteren Infos. Aber das ist wirklich, also soll halt einfach auch das stärkste Set sein, das Magic je rausgebracht hat. Und sieht wohl danach aus. Ne? Ja. So, jetzt haben wir noch ein kleines anderes Topic, und zwar vom 9. bis 11. November ist in allen Teilen in den WPN-Stores haben wir das Ravnica-Wochenende. Da wird einfach praktisch die Gilden von Ravnica nochmal gehighlightet. Man kann, also wird angeboten, es ist ein Casual-Event. Da kann man entweder Casual-Drafts machen mit 4 Boostern. Ne? Wird dazu angehalten. Bei uns im Store ist es am 10. November, am Samstag wird stattfinden. Aber ansonsten soll zum Beispiel auch Gilden-Kit Turniere stattfinden, alles so im vollständigen Format, dass man sagen kann, ich vertrete meine Gilde, wow, ne? Und dann gibt es da aufs Maul gegenseitig das Ganze. Es gibt auch ein Dungeon and Dragons Abenteuer dazu, dass man auch da für die klassischen Fantasy Stores einfach, weil das dann auch auf Ravnica angesiedelt ist, dass man da einfach das verbindet miteinander, dass man auch mal die Spieler zusammenbringt, die Magic-Spieler mit den D&D-Fans oder sagen, ihr guckt euch das doch mal an und so. Da gibt es auch vorgefertigte Charakterbögen, dass man da einfach mal reinschnuppert. Ne, es gibt auch Preise dazu, denn zum einen, also ne, die Läden bewerben das mit so einer Karte, dann vielleicht, so kommt mal vorbei, habt ihr vielleicht schon gesehen, aber was sehr, sehr schön ist, wir haben ja gemerkt, in den Gildenkits sind ja neue Standardländer sehr drin, schön, ja. Ne, wo dann die Gilden nochmal so gesehen abgebildet sind oder wo die Länder einfach nochmal ein bisschen spezieller sind, und diese Länder, wird man jetzt so schlecht sehen können, aber die sind praktisch dann auch nochmal als Volllandkarte so gesehen in diesem Ravnica-Wochenende mit dabei, also sehr, sehr schick. Sind aber limitiert, es gibt nicht zu viele davon, es gibt nur 20 an der Zahl, und laut Hersteller sollen die auch vorrangig an die Drafter rausgegeben werden, einfach so als Teilnehmerpreis, solange der Vorrat reicht. Also wenn ihr da Interesse daran habt, dann fragt mal bei eurem Store eures Vertrauens nach, ob er Drafts anbietet, und meldet euch da an, um so ein Land abzucatchen. Ne, ansonsten gibt es auch noch andere schöne Gildenpreise, wie zum Beispiel solche schönen Gildenbilder. Auch nicht zu viele an der Zahl, ne? Aber es ist ja ein Casual-Event. Casual heißt ja einfach Spaß haben, ne? So, dass man praktisch sagt, hier, da sollen sich die Magic-Spieler versammeln. Das ist ja Magic die Zusammenkunft, Magic the Gathering. Und dann zocken wir alle schön Gilden von Ravnica miteinander. Also es ist eine schöne Sache. Ja. Wir hatten uns aber im Vorfeld darüber unterhalten, dass dadurch jetzt das Store-Championship wegfällt. Ne? Das wurde jetzt angekündigt. Ja. Das fällt jetzt komplett weg. Das, Magic ändert was, ja immer. Ja, was wir jetzt in Core 19 hatten, das Tor Championship, war das letzte dieser Art. Ja. Wie es genau jetzt bei Ravnica's Legions, also beim Set danach, aussieht. Ravnica's Treue wird es dann noch Ravnica's Deutsch, Treue. Weiß man noch nicht so hundertprozentig, aber es wird auf jeden Fall wieder so ein bisschen in also, die Richtung gehen, also, glaube ich. Also ich weiß, dass praktisch zum einen sollen jetzt dieses Ravnica-Wochenende so eine kleine Spitze nochmal reinbringen, auch mit dem Gildenkits, dass man merken, okay, Ravnica ist erschienen, dann flacht es so ein bisschen ab, aber jetzt, boah, jetzt kommt nochmal so ein Highlight rein, jetzt kommt die Gildenkits, wow, und halt es wirklich so als Casual, als Fun-Event einfach sein, dass alle Spieler da Spaß mit haben. Bei Ravnicas Treue soll es dann anders sein, da soll es dann wieder den Turnieraspekt bekommen. Hatten wir gerade nochmal nachgeschaut, also während es jetzt halt nur die 20 Promos gibt, wird es dann auch wieder bei Ravnicas Treue dann später an dem Wochenende wieder eine Spielmatte zu gewinnen geben. Cool. Und es wird auch 30 andere Promos geben. Das wird dann irgendeine Spielkarte sein. Oder so. Also es wird praktisch dann das Store Championship in anderer Art und Weise irgendwie übers Wochenende gestreckt oder so dann sein, dass man einfach länger dann da irgendwie mit umgeht oder so. Schauen wir mal, was es dann genau wird. Aber im Groben kann man sagen, jetzt ist es einfach ein Fun-Format. Also wenn ihr da Bock dran habt, dann fragt man in eurem Store nach oder kommt bei uns vorbei. Bei uns ist es am Samstag. Ja, ne, und das dann praktisch zum Ravnica-Wochenende.
Gut, ja, dann können wir noch sagen, wir sammeln noch eure Fragen für Frag den Judge. Ne? Da sind wir jetzt, kommt jetzt am Wochenende, kommt Frag den Judge 2 raus. Ne? Und da fummeln wir uns auch nach und nach in das Teil Format 2. Rein. Ne? Ja, es geht ja immer dann entsprechend weiter. Und Matthias schaut ja entsprechend auch, antwortet auf eure Kommentare und sucht sich da schöne Kommentare für Frag den Judge 3 dann raus. Ne? Aber entsprechend schaut da mal rein. Ne? Und da könnt ihr auch vieles abgreifen, was so zu Magic. Man taucht einfach immer tiefer in Magic rein. Das finde ich also auch so sehr, sehr schön. Gut, ja, dann können wir, dann schließen wir jetzt auch mit dieser Sendung und sagen noch ganz kurz, was kommt zum Wochenende. Ja, Frag den Judge 2 haben wir gerade gesagt. Auch nochmal interessant, auch wenn es sich um Yu-Gi-Oh! Handelt. Wir hatten einen Yu-Gi-Oh!-YouTuber hier, und zwar den Schattenspieler. Mit dem wird am Wochenende ein Duell-Video erscheinen, das erste in der Reihe. Aber den haben wir auch mal interviewt. Der saß also bei uns hier so gesehen vorm Greenscreen und hat mal einfach Frage und Antwort gegeben, so gesehen, oder einfach beantwortet so Fragen, die auch aus der Community kamen. Und Dirk und Tim haben auch ein paar Fragen gestellt und auch mal interessant, was denn so YouTuber so zu verkünden haben, so über ihren Job als Yugi-Tuber so gesehen. Ist vielleicht auch für Magic-Spieler interessant. Mhm. Ne? Ja. Ja. Okay, gut. Ja, dann von uns noch der Aufruf, abonniert den Kanal, liked die Videos, informiert Freunde, dass wir hier mehr werden. Wir sind ja auf dem Weg zu den 10.000 Abonnenten. Schon nochmal vielen herzlichen Dank und nehmen schon die ersten Aufnahmen auf für unser Behind-the-Scenes-Video, das es dann geben wird. Dann gibt es einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Na, und jetzt schreibt aber erstmal in die Kommentare, was ihr zu Ultimate Masters sagt. Da sind wir sehr gespannt und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, alles Gute. Tschüss. Ciao.